Moin und herzlich willkommen hier zu einer weiteren Folge Astrokolonie. Jo, wir haben in der letzten Folge ja unsere Lagerplattform hergestellt, schon mal ein kleines Lager aufgebaut. Es ist natürlich nur halb fertig, so sagen wir mal so 40%, 30, 20%. Und wir wollen heute die Industriegeschichte etwas aufbauen, also auch erstmal nur halbgar, erstmal nur so zwischendurch, für unten, bis wir unser Industriedeck haben. Aber wir haben schon mal was, das ist sehr gut. Gucken gleich nochmal, was wir an Lager, wegen an Lager, sagt mal schnell, labormäßig was drauf haben, Tex. Vielleicht können wir noch etwas bauen, wir schauen mal. Ich würde sagen, wir gehen rein und machen mal weiter, ne? So, okay. Das läuft, das sammelt Ressourcen. Dann würde ich jetzt einmal kurz hier gucken, was für Möglichkeiten haben wir. Wir haben noch 11, wir müssen unbedingt unser Dings aufbauen, wieder unser Labor. Ja, Fundamente ist eigentlich echt unwichtig. Das könnte man noch mal 12. Da fehlt uns genau einer. Ernsthaft? Vertikale Treppen, 15. Ja, ist alles sehr mau. Das ist auch 15. Ja, dann müssen wir gleich 12 Teile. Ja, bauen wir den. Wie viel habe ich jetzt noch? Und wir bauen. Ach so. Was? Ist. Ach so, ich muss das Labor aufbauen, ne? Okay, wir bauen. Okay. Gut, gut, gut. Ja. Wollen wir. Wie tun wir jetzt? Jetzt hier erstmal Ordnung schaffen. Wir schaffen jetzt hier erst einmal Ordnung. So, das weg. Das weg. Das weg. 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 Und so weiter. Wartet. Weg. So, wie gesagt, ich habe gesagt, ich hätte gerne die Wassergeschichte hier hin. Hier. Könnten wir nachher noch. Das kommt ja eh nachher weg, wenn wir durch sind. Okay. Machen wir das mal. Zack, zack. So. Könnte man nämlich mal so gesponnen. Mal so gesponnen. Unsere Sauerstoffgeschichte nehmen wir jetzt auch mal weg. Die bauen wir mal auf. Das ist die 1. Wasser. Da geht die Geschichte rein. Eis. So, das heißt, Sauerstoff stelle ich hier mal hin. Dann. So, okay. Ich habe gleich mal was vor. Das wäre, glaube ich, eine richtig coole Nummer. Ne, den Ice Cruncher wollte ich haben. Das war hier die 8. So, den stelle ich hier ran. So. Moment, dann hole ich mir den Sauerstoffgedöns hier auch nochmal her. Müssen wir ein bisschen uns beeilen, glaube ich. 1. An der Seite war nichts, alles klar. So. Ach, schade. Da ist jetzt. Wartet, das drehen wir das Teil. Das machen wir anders. Das machen wir anders. Das machen wir so. Da geht's rein. Das ist cool. Ja, machen wir so. Jetzt hätte ich nämlich Lust. Ich hoffe, ich habe genug Mats. Nein, habe ich nicht. Schade. Wir gucken mal. Wieso habe ich gar nichts mehr an? Moment, gib mir mal eine Sekunde. Habe ich kein Eisenerz mehr? Jetzt hat der auch keinen Strom? Warum läuft da kein Strom? Ja, man sollte es auch anschließen. Ach, Mensch, Killers. Sag doch was. Sag doch was. Ich habe euch schon schreien hören. Du hast da hinten noch gar nicht angeschlossen.
Ja, ich weiß, ich weiß. Aber schaut mal, hier läuft das schon. Schön, ne? So, aber es nützt nichts. Wir brauchen ja Barren. Wir brauchen Barren. Was ist das hier? Eisenerz, das. Kupfer fuhr sich selber einmal mit rein. So. Dann brauchen wir Strom nach oben. Natürlich brauchen wir Strom nach oben. Was ist denn die 3? Ist unter der Decke. Damit ich weiß, wo das ist. Einmal aufmachen. Ui, ui, ui. Das wird echt interessant. Das wird echt interessant. Ich höre mich jetzt schon schreien. Hättest du mal einen höher gebaut? Hättest du mal einen höher gebaut? Und irgendwann überrasche ich euch denn damit, dass ich noch eins höher gebaut habe. Ja, Freunde. Mit mir macht man schon was mit, ne? So. Okay, dann hat das Wasserding, was ziemlich unwichtig ist. So, wir müssen sehen, dass wir hier Strom rankriegen. Zack, zack. Strom ist wichtiger als Wasser. Wo kam der denn raus? Sagt nicht, jetzt steht das Ding hier direkt drunter. Natürlich steht das da direkt drunter. Mal sehen, wo komme ich denn raus? Ey, wartet mal, da läuft ja schon Strom, ey. Das ist ja ein Glückstreffer gewesen, oder was? Ja, Mensch, hervorragend. Wollen wir uns nicht beschweren, okay. Sauerstoff läuft wieder, aber ich muss sehen, dass ich da Sachen reinbekomme. So. Jawohl, hervorragend. Unser Wassertornister wird auch wieder aufgefüllt. Moment. Das hatte ich euch ja schon gezeigt, ne? Hier, dass ihr damit die Sachen sortieren könnt. So, aber Kollege, warte mal. Du läufst doch hier völlig unrund noch. Du hast ja noch nichts zum Auffangen. Wartet mal, müsste ich doch noch recyceln können. Also mein Plan war es jetzt, bis da hinten hin, wo es jetzt natürlich nicht reicht. Einmal hier lang ziehen, dann haben wir einmal Wasserspeicher und also einen relativ großen Wasserspeicher. Ja, aber dafür brauchen wir das erste Mal, ne? Eisengedöns. So, was haben wir denn hier noch? Okay, das können wir jetzt so. Moment, Sauerstoff wird befüllt von oben. Das heißt, das kann weg. So, da ist der ausgegangen, was aber jetzt nicht so schlimm ist. Wir werden sehen, was da ausgegangen ist. Aber von oben dürfte ja nichts, weil unsere Hauptversorgungsgeschichte da vorne läuft. So, das spielt ja alles nicht die Rolle. Und der müsste ja auch die Dinger, ja gut, der koppelt sich nicht ab. Wäre ja auch noch schöner. Ist ja auch verriegelt alles. So. Oh, schaut mal. Sind ja noch Fließbänder, das ist natürlich sehr genial. Ich liebe es ja, wenn es aufgeräumt ist, ne? Oh, ja, genau, Moment. Jetzt können wir den nämlich auch noch mal drehen. Nein. Okay. Das ist doch hervorragend. So habe ich mir das vorgestellt. Da ich denke, dass der Strom ja nicht so ausreicht, können wir nachher hier schön
noch dick, fett, noch ein paar Dinger hinstellen. Wobei nachher müssen wir eben ein Deck nur mit Solarpanels machen, ne? Wenn wir die Solarpanels, aber es wird noch dauern. Ja. Schaut mal, jetzt ist doch einigermaßen aufgeräumt. So, da hauen wir noch mal ein bisschen was rein. Erstmal, bis es nachher läuft. Da müssen wir dann auch noch eine schöne Verbindung setzen. Ist jetzt natürlich ein bisschen blöd, weil wir nur die Fließbänder haben. Wenn wir nachher die Röhren haben, die Transportröhren, ist das natürlich einiges geiler. Einiges geiler. Wobei die auch eigentlich, die sehen geiler aus, die sind auch cooler, sind aber auch halt schwieriger zu handhaben. Ja, was heißt schwieriger, aber die zicken halt ganz gerne mal. So könnt ihr, seid ihr nicht ganz so frei in den Geschichten und Sortiergeschichten wie auf Fließbändern. Hat alles seine Vor- und Nachteile. Dafür könnt ihr schön vertikal, einfach horizontal hoch, vertikal hoch. Einfach hoch. So. Okay. Jetzt brauchen wir, ja, definitiv einmal was nach unten. So, wir haben ja gesagt, hier müsste, so, das wäre jetzt ja mal schön, hätte ich mir hier meine Lücke gelassen, ne? Das würde ich mir ja doch schon mal lassen wollen. Scheiße, ich habe jetzt X gedrückt. Drückt ihr X, sind natürlich die Dinger gleich weg, ne? So, ich glaube, war das hier? Ich war ja schon gar nicht so schlecht, ne? Ich würde gerne da mal ein Loch reinmachen. Nicht hier, ne? Ich habe schon wieder die falsche Dings gedrückt. Wo ist denn jetzt hier die... Leute. Jetzt, da ist es. Da ist es. Nö. Lassen wir das erstmal dann noch auf. Naja, wir könnten ja wieder unsere Platten setzen. Das sah doch eigentlich ganz schnuckelig aus, ne? Das sah doch eigentlich ganz schnuckelig aus. So. Dille. Dann packen wir die in die Mitte. Dann wissen wir, dass da... Nein, du doch nicht. Dass da Dinge passiert sind. So. Da ist unsere Hauptverteilung drunter. So, und was wollte ich jetzt? Das weiß wieder kein Mensch. Ne? Also da ist hier unsere Hauptverteilung. Das heißt... Mit den Fließbändern müssten wir runter. Das heißt, ich müsste hier einmal runter und dann nehmen wir am besten das Ding. So, das heißt, wir brauchen Fließband. Ein gerades Fließband. Dieses gerade Fließband. Ja. So, das ist zwar richtig mit Kohle, aber da werden wir schon mal ab. Ich hätte jetzt auch das anders machen können. Ich nehme das dafür. Und sagen, Und sagen, Kohle soll da raus. Jo, erstmal, ne? Wieder das falsche Knöppelchen. Hier aufgemacht. Es läuft. Nicht wirklich. So, wir wollen nach unten. Kumpel. Unten. So, das heißt, einmal wieder runter. So, jetzt muss ich mal gucken. Wo gehen wir runter mit unserem Fließband? Das ist ja die Hauptzentralverteiler. Das heißt, wir müssen ja so links, rechts vorbeigehen. Dann wäre das ja schon sinnig, dass ich hier irgendwo runterkomme, ne? Würden wir jetzt da einen Knick machen? Also wir müssten ja, wir gehen am besten mal hier unten runter, hier runterkommen. So, dann könnte ich hier einmal rum. So, dann würde ich hier einer hinkommen. Das geht ja da rein.
dann würde da einer hinkommen. Den drehe ich. Der würde so laufen. Da kommt nachher nämlich ein Klotzen. Dieser hier. Dieser Klotz sagt uns nämlich zack, so, dann würde ich sagen, Moment, wie rum? Ich muss mal einmal kurz gucken. Der ist ja schon mal auf 0. Geradeaus würde ich dann schon sagen 3. Dann gehen da 25% Kohle rein. Okay. Dann machen wir gleich weiter. Hier würde ich sagen Kohle natürlich. Das wieder auf 0. Das auf 2. 2, nicht 3. So. Nee, das ist falsch. Nee, das ist richtig. Ja. Hoffe ich. Das. Ich glaube, das ist jetzt doch noch nicht so ganz. Wartet kurz. Ich muss mal eben was gucken. Den mache ich mal kurz weg. Dann gehen wir hier auf 4. Mal. Ja. Nö. 3, so 2, 1. Nee, doch ist so. So. Nee, Moment, das war schon richtig. Sekunde, das wieder auf 3. Mein Fehler, 3. Okay. 3. So, das dann, wie gesagt, auf 0. Da ist ja nichts. Das dann auf die 2. Und dann haben wir hier... Können wir sogar noch eine runterfahren? Nee, so. Ich denke so. Gut. Dann brauchen wir wieder Fließbänder. Sind die Zeit im Auge behalten. Die rennt ja bei sowas. Das ist ja unglaublich. So ist richtig. Den drehen wir. Ich hoffe, ich habe genug Mats für die Geschichte hier. Den müssen wir einmal drehen, bitte. Den einmal. Yep, genau. Dann brauchen wir hier auch noch ein Fließeband. Ach, falsches Knöpfchen, wie immer. So. Genau, und jetzt müssten wir hier noch weiter hoch. Aber genau das andere hoch. Ist natürlich die Frage. Ich möchte jetzt natürlich nicht so weit. Mich mal kurz gucken. Da läuft das. Das läuft da hinten. Genau, das muss ja auf jeden Fall so. Dann würde ich hier tatsächlich sagen, es läuft ja da lang. Dann fahren wir so. 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 Ich hoffe, dass das in Ordnung ist. Warte, ich muss mal hier hinten einmal durch. Okay, das war jetzt ein bisschen... Das gefällt mir jetzt so noch nicht. Wartet kurz, da haben wir doch eine Idee, glaube ich. Und zwar den mal weg. Dann nehmen wir einen Einser, einfacher Einser. Der läuft so. Dann nehmen wir nochmal einer, der runter geht. Der wird gedreht. Hey.
So. Und hier war ich zu fix. Da gibt es eine Platte drauf und einen normalen. Und zack, die Automatisierung unserer Kohlezulieferer für unsere Sachen ist erledigt. Zumindest hierfür. Ne? Die andere Geschichte ist natürlich noch eine ganz andere Nummer. Wie ihr seht, es läuft doch schon ganz gut. So, hatten wir eigentlich schon den Eiskram fertig gemacht? Da ist schon Kohle drin, wie ihr seht. Würde ich sagen, hau ich jetzt hier auch mal alles so rein. Würde auch mal sagen, ich hau bis auf die... Das geht darüber, das geht darüber, das. Eisendraht packe ich auch mal. Und so, Kupferdraht ist halt wichtig in Platten, ne? So, jetzt müssen wir sehen, dass wir Platten kriegen. So, was produzierst du? Du produzierst alles. Würde ich sagen, du machst jetzt mal nur Wasser. Du produzierst bitte mal nur Kohle. Und ihr beiden produziert am besten alles, genau. Na, ich würde sagen, wir machen einen so und einen Kupfer. So, genau. Jetzt brauchen wir... Wo waren wir? Wir waren ja auch bei dem so Luft. Schauen wir mal ganz kurz. Hier ziehe ich auch noch Wände ein, eventuell. So, hier die Luft läuft. Das läuft auch so. Da brauchen wir jetzt... Stimmt, wir brauchen hier jetzt die Wasser-Eis-Geschichte. Würde ich dann sagen, dass wir auf jeden Fall von hier oben kommen. Was sagt unsere Zeit? Ah, wird wieder knapp. Machen wir sonst wieder... Ich habe ja sonst immer so 25 Minuten eingeplant. Nee, du bist falsch. Ja, nee, das ist ja richtig falsch. Das wollen wir auch nicht. Wir wollen die 5 und die 2 und würden dann gerne... Klick. Ihr könnt, um jetzt sowas zu vermeiden, ja? Ich bin ja voll der Fuchs, wie immer. Und ich vergesse das immer. Um das zu vermeiden, könnt ihr natürlich erst den Klotz bauen und dann die andere Geschichte, ne? Klar. So, wieso habe ich da jetzt Kohle eigentlich angetippt? Kann mir das mal einer sagen? Da wollte ich noch Eis haben. So. Die Kohle bitte rausnehmen. Mein Gott. So, gut. Dann nehmen wir wieder eins, was nach unten geht. Schwuppi. So, wir sitzen ja ziemlich weit hier hinten, ne? Dann würde ich sagen, oh, ich hoffe, dass die... Ja, die Mats sollten reichen. Ich guck mal erstmal so. Weil ich würde dann schon sagen, hier kommen ja eh noch ein paar mehr. Da stört uns das ja auch alles nicht. Ja, es ist natürlich super, dass ich hier ja völlig falsch davor bin. Ich muss hier rein. Ich muss da rein. Na gut, aber dann kann man die Förderbänder-Geschichte natürlich auch noch für andere Sachen benutzen. So, und jetzt muss ich kurz überlegen, wenn ich jetzt runter will. Welcher ist denn das? Hier müsste genau das Förderband drunter sein. Ich glaube, hier fehlt eine Reihe. Kann das sein? Ja, darum ist das so aus. Hier fehlt eigentlich eine Reihe. Aber das macht nichts. Die können wir ja jederzeit wieder dazu bauen. Ich möchte nämlich gerne jetzt irgendwie hier runterkommen.
Mal gucken, wo ich da lande. Schwierig zu sehen. Aber ich glaube, ich muss tatsächlich den wegnehmen. Für mein Projekt. Ja, dann würde ich da runterkommen. So, das heißt, da kommt eine neue Platte wieder rauf. So, dann nehmen wir eins unseres Förderbandgedöns. Ein normales. Dann ein... Ah, wartet mal, Shitty. Ich muss... Nee, Moment, ich muss noch anders. Ich muss hier einhängen und dann muss der weg. Weil ich muss... dem Förderband hier hin. So. Wird es reichen? Sag nicht, jetzt kommen wir da trotzdem genau drauf. Ja gut, dann frickeln wir uns auch um, können wir ja noch zur Not noch weiter umbauen. Ist ja erstmal, dass wir einigermaßen klarkommen. Und ich finde, das jetzt sieht gar nicht so schlecht aus. Und dann hätten wir gleich... Ah, das ist gut, dass das da oben schief läuft. Weil jetzt brauchen wir nämlich natürlich wieder eins der coolsten Teile, die 5 hier. Die wir dann so wieder einlagen. Dann sagen E, Eis und sagen, Moment, jetzt muss ich einmal kurz gucken, in welche Richtung. Weil ihr seht ja, ne, hier kommt es an. Ich mach mal so. Hier kommt es an, da geht ein Pfeil geradeaus, also einer geradeaus, den brauchen wir nicht, den stellen wir auf 0. Dann ein links, ein rechts, den lassen wir jeweils auf 50%. Wobei ich tatsächlich sagen würde, da würde ich bisher mehr geben. Und dann behalten wir das mit dem Sauerstoff im Auge, weil der Sauerstoff braucht echt, hat echt viel. Und der braucht ein bisschen mehr Wasser. So. Dann schrauben wir das dann einfach mal so richtig hin. Und dann nehmen wir, gucke ich mal, ob ich den hier weggecatcht kriege. Ja, okay, ich habe ihn, aber das ist ja nicht so dramatisch. So, dann haben wir das auch schon mal in grünen Tüchern, hätte ich fast gesagt. Und mal gucken, schaffe ich noch eine Folge? Ich schau mal eben. Nee. Ja, doch, eine kriegen wir noch hin. Moment, das machen wir ja jetzt noch. Komm, das haben wir angefangen. Warum läuft das schon wieder? Das läuft doch hier völlig falsch rum. Hallo? Da hat er da nicht aufgepasst. So, du dahin, du dahin und du auch. So, jetzt haben wir es. Sehr schön, sehr gut. Ja, hervorragend. Also, da wird es noch ordentlich Krabuselkram geben, aber ich denke, das ist schon mal besser als vorher, oder? Was meint ihr? So, wir schauen noch mal eben kurz zu unserer Kohle, dann ist auch diese Folge zu Ende. Weil hier scheint ja... Naja, gut, es kommt wenig Kohle an, ne? Oder was heißt Kohle? Kohle, es ist ja Kohlenstoff, ihr wisst, was ich meine. So, wir schauen mal rein. Ah, gut, mit 195, Kollege. 117. Ja, das läuft. Das läuft. Das sieht sehr gut aus. Das sieht sehr gut aus. So, mit dem schönen Lager hier. Doch, ich bin ganz, ganz glücklich und zufrieden, muss ich sagen. Bis jetzt sieht das... Ja, wir sind natürlich lange noch nicht fertig, aber... Ich finde, es sieht aufgeräumter schon mal aus, oder? Na, wenn hier dann nachher vielleicht noch Dinger zu sind, ich weiß nicht, ob wir das mit Glas machen oder so, keine Ahnung, das schauen wir.
Ups. Ja, wie gesagt, ich springe jetzt nochmal in die nächste Folge, weil ich habe einfach Bock. Es ist zwar schon recht spät hier bei mir jetzt so, dann 12. Wie spät haben wir das? Ja, 12. Aber eine Folge mache ich noch, weil ich habe Bock jetzt hier noch unbedingt. Wo wären wir denn bei Folge? Ich glaube, das war es Folge 9, das war Folge 10. Dann sind wir jetzt bei Folge 11. Donnerstag wäre es dann, morgen, wenn ich mich nicht vergrüßt habe. Ansonsten, ich wünsche euch eine schöne Zeit. Und wir sehen uns morgen. Lasst ein Däumchen da, ein Abo wäre cool. Und wie immer, ihr wisst, Feedback. Feedback ist für mich das Wichtigste. Ich hoffe, das Spiel gefällt euch genauso wie mir. Ich kann mich davon überhaupt nicht loslassen. Ich stehe total auf diesen Kram. Und es ist einfach mega. Ich finde es mega gut. Also in dem Sinne, macht's gut. Bis morgen. Ciao.